Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten nicht wundern, Zenit St. Petersburg gibt es nicht bei FIFA. Deswegen musste ich einfach eine andere Mannschaft zweckentfremden, hab da ein paar Spieler erstellt und hinzutransferiert. Und ja, dementsprechend ist es nicht das korrekte Wappen bei St. Petersburg. Ansonsten ist alles korrekt. Viel Spaß jetzt bei Atletico Madrid gegen Leverkusen. Der dritte Spieltag der Champions League. Atletico Madrid gegen Bayer 04 Leverkusen. Und für die Gäste ist das schon ein vorentscheidendes Spiel. Sollte man hier verlieren, ist die Qualifikation für die K.O.-Phase maximal theoretisch noch möglich. Aber es ging nicht gut los. Die Riesenmöglichkeit nach 4 Spielminuten für Diego Costa, der aber an Lukas Radetzky scheitert. Starke Reaktion des Finnen im Kasten der Leverkusener, aber Atletico Madrid setzte noch einen drauf auf diesen Druck und schlug dann auch zu. Diego Costa aus kurzer Distanz muss nur noch über die leere Torlinie schieben. Alvaro Morata hebelt Radetzky mit diesem guten Pass aus. Der Start also schon mal vermiest und Leverkusen tat sich lange Zeit schwer, in diesen Durchgang, in diese Partie zu finden. Bei ziemlich guter Stimmung von den gastgebenden Fans verbreitet. Kai Havertz in der 44. Minute dann mal mit einer guten Einzelaktion. Doch Jan Oblak ist einer der Besten und hält diesen Ball ohne Probleme fest. Nach 45 Minuten stand es dann nur 1:0. Glück für Leverkusen, so waren sie zumindest ergebnistechnisch noch weiterhin in der Partie. Zweiter Durchgang ging dann ähnlich los wie der erste. Atletico Madrid deutlich besser. Morata legt sich den Ball selber hoch, zieht dann ab mit dem linken Fuß. Gar nicht so schlecht gemacht. Im Endeffekt aber keine Gefahr für das Tor von Lukas Radetzky. Der sieht, dass der doch recht deutlich am Kasten vorbeigeht. Aber es deutete wieder an, in welche Richtung die Partie gehen sollte. Leverkusen qualitativ einfach unterlegen. Stunde jetzt gespielt. Atletico Madrid wollte das zweite und vorentscheidende Tor erzielen. Über die linke Seite. Dann ist das Thomas Partey. Legt in die Mitte und dann Alvaro Morata. Doch Radetzky hatte noch etwas gegen die vorzeitige Entscheidung. Er war allein dafür verantwortlich, dass hier noch nicht alle Segel gestrichen werden konnten. Der hat wirklich einiges zu tun. Patzte ja auch schon in dieser Champions League Saison. Heute ein tadelloser Auftritt. Bayer Leverkusen kam kurz vor dem Ende, aber nochmal keine 10 Minuten mehr zu spielen. Nalario zu Kevin Volland. Doch Jan Oblak war in den wenigen Momenten, in denen er gebraucht wurde, da. Technisch schön von Kevin Volland gemacht, doch im kurzen Eck ist Jan Oblak gefordert und zur Stelle. Hält damit das knappe 1:0 fest, das auf jeden Fall in Ordnung geht. Atletico Madrid versäumt es aber, frühzeitig diese Partie zu entscheiden. Schon nach 2 Spieltagen besitzt der FC Bayern München in dieser Gruppe eine Luxusposition. 6 Punkte an Tabellenplatz 1, dann folgt Roter Stern Belgrad mit 3 Punkten. Olympiakos Piräus und Tottenham haben jeweils nur einen Zähler erzielt. Und hier wollte man dann in Griechenland auch gar keine Fragen aufkommen lassen. 15. Minute, Robert Lewandowski bringt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Schöne Kopfballvorlage von Ivan Perisic. Über eine halbe Stunde gespielt. Olympiakos Piräus brauchte Zeit, um sich hier zu akklimatisieren, kam dann aber auch immer besser ins Spiel. Und Bayern war etwas fahrlässig. Der Ball in den Rückraum gelegt. Guerrero legt nochmal auf zu Guilherme. Und Manuel Neuer mit einer richtig starken Reaktion verhindert hier den Ausgleich. Das war auch gut gespielt von Piräus, kann man nicht anders sagen. Aber Neuer war auf der Hut. Und vor dem Seitenwechsel dann nochmal die Bayern. Coutinho zu Robert Lewandowski, der macht's ganz frech, aber auch ebenso abgezockt. 45. Minute, das 2:0 für die Gäste, die keine große Vielzahl an Chancen aufzuweisen hatten, aber diese dann in Persona Robert Lewandowski eiskalt zu nutzen wussten. Zweiter Abschnitt dann der FC Bayern etwas spielerisch noch verbessert. Coutinho diesmal mit einem Solo
Das geht viel zu einfach. 58. Minute. Diese Partie war entschieden. Obwohl zeitlich noch nicht mal zwei Drittel absolviert waren. Für Piräus ging es jetzt nur noch darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Vielleicht den Ehrentreffer zu erzielen. Da waren sie dann immerhin bemüht, weil Bayern wieder etwas Leine ließ. Über die linke Seite kommt dann die Flanke und Guerrero aus Spitzenwinkel kriegt er ihn nicht mehr richtig aufs Tor gezogen. Mit dem linken Fuß trifft er dann nur das Außennetz. Manuel Neuer wäre sonst im gefährdeten Eck auch gewesen und hätte ihn unter Umständen auch noch pariert. Die Partie klang jetzt so langsam aus. Der FC Bayern nochmal in der Offensive. Lewandowski, Müller legt raus zu Pavard. Müller zu Lewandowski. José Sá nochmal mit einer guten Reaktion. Verhinderte hier Schlimmeres. Am Ende bleibt es bei diesem standesgemäß verdient erzieltem 3:0. Die Bayern haben damit eine weiße Weste. 9 Punkte nach 3 Spielen. Das kann in der Rückrunde der Gruppenphase durchaus gerne so weitergehen. RB Leipzig schenkte das Spiel gegen Olympique Lyon am zweiten Spieltag so ein wenig weg. Und deswegen musste gegen Zenit St. Petersburg der Dreier zu Hause eingefahren werden. Aber die Russen stehen an Tabellenplatz 1 mit 4 Punkten nach 2 Spielen. Und die erste Möglichkeit nach 11 Minuten hatte dann Giuba, der mit dem linken Fuß den oberen Torwinkel anvisiert. Mit etwas mehr Glück passt er auch. Gulaschi kommt nicht mehr heran. Leipzig schüttelte sich kurz und kam dann auch in die Offensive. Forsberg zu Werner, der legt einmal zu Demme rüber und der visiert ganz genau an. Pfosten und Tor. 15. Minute. Der Sechser mit nach vorne gestoßen. Und dieses Glück Fortune hat ihm noch gefehlt gegen Olympique Lyon. Jetzt war es da. Aber wieder die Russen. St. Petersburg hatte hier deutlich bessere Chancen, lagen aber zurück. Giuba hier gegen Gulaschi, der aufmerksam ist, den etwas zu zentral getretenen Ball zur Ecke abwehren kann. Aus dieser resultierte dann nichts. Nach 45 Minuten stand ein etwas schmeichelhaftes 1:0 für die Leipziger. Doch damit konnten sie natürlich sehr gut leben. Stunde jetzt gespielt. Im zweiten Durchgang waren die Leipziger etwas wacher drauf. Klostermann auf der rechten Außenbahn. Da ist Mateusz Kunja, legt zurück. Demme zu Nkunku. Und das ist ein Schuss wie ein Strich. 61. Minute, gar nichts zu halten. Perfekt getroffen, 2:0 für Leipzig. Das sollte jetzt Selbstbewusstsein geben bei den Roten Bullen. Starker Ball in die Spitze, Diego Demme wieder durchgelaufen. Visiert wieder ganz genau, diesmal geht er vom Innenpfosten, aber aus dem Tor heraus. St. Petersburg konnte sich nicht mehr wirklich sammeln und musste aufpassen, hier nicht eine richtige Packung zu kassieren. 72. Minute, Emil Forsberg noch einmal aus der zweiten Reihe. Das 3:0 war nicht mehr drin. Doch am Ende des Tages kann man aus Leipziger Sicht sehr zufrieden sein mit diesem Ergebnis sowieso. Auch mit der Spielweise nach schwierigem Anfang fand man sich hier besser rein und gewinnt so verdient mit 2:0 gegen St. Petersburg. In Mailand war Borussia Dortmund zu Gast. Die Dortmunder nach dem Sieg gegen Slavia Prag hier gefordert, besser abzuliefern. Und sie taten das von Beginn an. 6. Minute, Thomas Delaney mit dem 1:0 für die Gäste. Spielerisch eine deutlich größere Herausforderung als eben noch am vergangenen Spieltag. Und so kann man dann mal in den Champions League Abend hineinstarten. 18. Minute, dann aber die Möglichkeit für Politano.
per Freistoß den Ausgleichstreffer zu erzielen, aber Roman Bürki ist aufmerksam. Der senkt sich ziemlich fies für einen Keeper, doch der Schweizer ist da, passt auf und kratzt den Ball noch aus dem Winkel. Doch Inter Mailand wurde jetzt besser. Nach dem frühen Rückstand fanden sie immer besser rein. Politano und dann Barella mit dem 1:1. 22. Minute der Ausgleichstreffer, mittlerweile auch verdient. Da konnte dann Roman Bürki nichts mehr dran ändern. Und Inter Mailand wollte vor dem Seitenwechsel die Partie noch drehen. Die nächste Chance. Lautaro zielt etwas zu genau, zieht den Ball dann links am Tor vorbei. Fraglich, ob Bürki den noch erreicht hätte. Vermutlich nicht. So mussten sich die Italiener ärgern, nach 45 Minuten nicht in Führung gegangen zu sein. Etwas Glück für Dortmund, doch im zweiten Durchgang fanden sie dann besser wieder in den Abschnitt hinein. Axel Witzel, das ist ein ziemlich starkes Solo. Er wird nicht vom Ball getrennt, schwach auch von Inter. Und in der 49. Minute führte dann wieder Schwarz-Gelb. Sensationell gemacht, auf der anderen Seite auch miserabel verteidigt. Doch der Abschluss ist dann auch präzise genug und führt zum 1:2. Nun wieder Inter Mailand. Bürki erst mit der Parade, aber Kwadwo Asamoah setzt zweimal nach. Und im Fallen bringt er ihn über Bürki rüber. 53. Minute. Von der Unterkante der Latte prallt der hinein. 2:2, eine turbulente Partie, die immer noch weiter an Fahrt erlangte. Götze, Axel Witzel, Doppelpack des Belgiers. Stunde gespielt. Und die Gäste waren zum dritten Mal an diesem Abend in Führung. Jetzt waren sie auch dann defensiv konzentrierter, setzten Nadelstiche. Axel Witzel. Marco Reus kommt nicht durch. Hazard bleibt aber in der Szene drin und schickt Marco Reus zum 4:2. 70. Minute. Die erste 2-Tore-Führung an diesem Abend. Perfekt durchgesteckt der Ball von Hazard. Nichts mehr zu halten. Doch die Partie war noch nicht vorbei. Diesmal Witzel mit einem Fehler. Lautaro legt raus. Politano, Lautaro, 3:4, 82. Minute. Sollte der BVB jetzt nochmal ins Schwimmen geraten, nach 2 Tore Vorsprung, es sah danach aus, als könnte sich Mailand hier noch aus der Bredouille befreien. Doch es kam nicht mehr dazu. Der BVB überstand die Schlussphase und setzt sich in diesem 7-Tore-Spektakel nicht unverdient am Ende des Tages mit 4:3 durch. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten sehen wir uns in Kürze wieder. Bis dahin, danke fürs Reinschalten und adios.